In der heutigen Geschichte liebt meine Mama meine Zwillingsschwester mehr als ich, weil ich dick bin. Let's go. Ich glaube, wir sehen hier auch direkt die Schwestern und die schmeißen sie raus. Okay, jetzt haben wir einen Flashback. Da, oder war das die Mutter? Auf jeden Fall ist sie schwanger und ist wohl auch schon im Krankenhaus. Und jetzt kommt ein Baby. Schon schön eingepackt. Ich finde es immer toll, wie toll die Babys da auf die Welt kommen. Und welches Baby kommt jetzt noch? Es sind Zwillinge, wird da wahrscheinlich gesagt, oder? Wird dem Vater Bescheid gegeben. Diese Frisur. Oh, sag bitte meinem Chef, dass ich ins Krankenhaus muss, weil meine Kinder kommen. Oh, das zweite Baby kommt in einem ähnlichen Kostüm auf die Welt. Und da sieht die Welt noch gut aus. Die Babys sind glücklich. Die Krankenschwester kümmert sich rührend um die Babys. Und wo ist die Mutter? Da im Bett. Vater, Mutter vereint. Und der Papa ist sofort verliebt in seine beiden Mädchen. Und die Mama auch. Da ist die Welt also noch in Ordnung. Es werden gleich zwei Fläschchen gemacht. Die sind also mittlerweile auch wieder zu Hause. Und sie füttert die Kinder. Ach, wie süß. Auch ich liebe das ja, ne? Wenn so Babys zur Welt kommen. Und die sind so schnuckelig und die riechen so gut. Und schlafen so viel. Oh, das andere Baby hat um einiges mehr getrunken. Und die kriegen jetzt vorgelesen. Der Vater hat sich extra ein paar Tage freigenommen, um der Mutter zu helfen. So soll das sein. Die gehen auch gleich mit den Kindern in den Park. Und wer ist das jetzt? Oh, sind die Babys süß. Ach, das war einfach ein fremdes Paar. Okay, er hat denen so einen Snack geholt. Die Zeit vergeht. Das eine Mädchen wird ganz normal groß und das andere hat scheinbar ständig Hunger und ist ein bisschen rundlicher. Wobei das auch wirklich nicht schlimm ist. Also Leute, ich bin ja selber sehr rundlich, ne? Geh lieber ins Bett und nicht an den Kühlschrank. Och je. Ich frage mich, oh Gott, das ist natürlich so ein richtig kleines Bäckchen. Ich frage mich auch, warum oft futtert man ja, wenn man traurig ist, ne? Und jetzt kriegt sie nur Salat und die andere hat Eier und Bacon. Oh Gott, noch keine Hello Kitty Pancakes für das rundliche Mädchen. Oh, also jetzt hat sie sich doch ein Ei reingedrückt. Und die kriegen Cupcakes. Sie kriegt keinen Pancake. Nein! Pfoten weg. Und der Vater denkt sich, das kannst du doch nicht machen, das arme Mädel. Die Oma ist da. Halleluja. Und was bringen Omas mit? Natürlich viele Geschenke und viele Süßigkeiten. Zwei proppe gepackte Geschenketüte für beide. Hallo, mein Sohn. Ah, ist also seine Mama. Und sie hat gleich Kuchen mitgebracht. Und die Mutter so, oh. Jetzt wird das Kind noch fetter. Also, wisst ihr, wenn man sein Kind nur mag, wenn es dünn ist, das ist doch schrecklich. Und so bin ich voll traurig. Also, sie haben Fidget Toys, sie haben Süßigkeiten, yay! Sie haben Stifte und ein Malbuch. Ach, wie schön. Und was macht sie damit? Bringt es weg. Sie fängt gleich an zu malen und futtert dabei, genau. Oh je. Und klaut sie jetzt die Süßigkeiten von dem anderen Mädchen? Nee, also sie hat sich auf jeden Fall schön umgezogen. Die Mutter ist Sport machen. Ah, die Mutter ist also scheinbar so eine Almond-Mom. Habt ihr den Ausdruck schon mal gehört? Also die ist selber sehr sportlich und mag die Kinder nur, wenn sie selber dünn sind. Also das Mädel mag sie nicht. Die passt nicht in ihr Bild von einer perfekten Familie. Aber der Vater freut sich und sagt, hey, das hast du total schön gemalt. Die Oma schneidet dir gleich ein großes Stück Kuchen ab. Und das wird natürlich auch gleich verdrückt. Oh je, wenn die Mutter das sehen würde, gäbe es jetzt Ärger, ne? Und sie sieht ganz viel Schminke. Ja, das wird der Mutter gefallen. Hier so eine dünne, die so tüdelig ist mit Klamotten und Schminke und so. Wie geht's jetzt hier weiter? Auch die Mutter ist sehr auf ihr Aussehen bedacht. Wobei das ja eigentlich prinzipiell auch nichts Schlimmes ist, ne? Und sie freut sich. Ach, und sie... Ah, das ist das Make-up der Mutter, aber sie ist nicht sauer, weil sie sich halt freut, dass das Kind hübsch sein wird.
Komm, mein Schatz. Du bist auch ohne Make-up hübsch. Und macht... Ah nein, sie sagt, ich mach dir das besser. Oh Gott. Okay, Wahnsinn. Und los jetzt. Sieht sie schön aus, riecht gut. Das Mädel hat jetzt den ganzen Kuchen verdrückt. Schaut nur, was ich für eine wunderschöne Tochter habe. Eine Tochter, sagt sie. Sie hat ja Zwillinge. Oh Gott. Und dem dickeren Kind bricht das Herz. Und warum? Was passiert jetzt hier? Manchmal bin ich verwirrt bei diesen Geschichten, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ah, das ist also der eine Zwilling malt sein Gesicht an. Das etwas dickere Mädchen malt lieber Leinwände an. Ist ja auch in Ordnung, ne? Jeder hat so sein Hobby. Und die Mutter sagt, hier, mach lieber Sport anstelle zu malen. Du hast es dringend nötig. Stellt euch mal vor, oh Gottchen. So, du machst da Sport und ich leite dich an. Und hüpf, 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 bis die... Oh, und nimm noch Gewichte dazu, bis die Pfunde purzeln. Nur die eine kriegt einen Tschüsskuss. Boah, wie gemein. Auf jeden Fall sind die jetzt in der Schule. Sie haut sich einen Kaugummi in den Mund. Und hat aber auch eine ganz liebe Freundin. Und was ist jetzt mit ihr? Sie wird ausgelacht. Oh Gott. Und sie haut sich keinen Kaugummi in den Mund, sondern Potato Chips. Ja. Ach, das ist aber auch echt so ein Teufelskreis. Die tut mir voll leid. Oh, sie will malen. Okay, läuft sie ihr hinterher. Es gibt eine Malklasse. Ich will eurem Club beitreten. Und sie fängt auch gleich an zu zeichnen. Und sie kann das richtig gut. Sehr cool. Ach, und trifft auch gleich einen Jungen, der ähnliche Interessen hat. Die eine spielt Videospiele und freut... Was ist jetzt hier? Die Mutter geht mit ihr vielleicht shoppen. Sie ist weiter am Zeichnen. Ah, nee, die gehen nicht shoppen. Die gehen in den Schönheitssalon. Ha? Und die tauschen auch Nummern aus, während sie sehr, sehr glücklich ist. Und der Vater freut sich über ihr Bild und sagt, hast du toll gemacht, mein Schatz. Zumindest hat sie die Liebe ihres Vaters sicher. Oh, wer ruft sie jetzt an? Der Junge aus dem Malclub? Keine Ahnung. Papa, kannst du mit mir morgen ins Museum gehen? Und die nur so, Museum? Und die gehen schon los. Und wen treffen sie im Museum? Was denkt ihr? Den Jungen treffen sie ihn da? Keine Ahnung. Diese Szene im Auto ist ja toll. Oh nein, die haben einen Unfall. Oh oh. Oh nein, sie auch so. Oh Gott, die haben einen Unfall. Nein, Hilfe. Wir müssen... Aha, das Mädchen. Ich weiß genau, was jetzt passiert. Okay, also sie ist wirklich schwer verletzt. Selbst die Oma kommt und der Vater ist gestorben. Oh nein, das Einzige, was ihn, was dem Mädchen Halt gegeben hat, der Vater ist tot. Und die Oma bringt ihr natürlich einen riesen Naschikorb mit und ich glaube, sie ist gehbehindert jetzt. Oh nein. Ist sie querschnittsgelähmt? Oh, und die Mutter will einfach mit ihr nichts mehr zu tun haben. Du brauchst hier gar nicht reinkommen. Und ja, es ist ja auch nicht ihre Mutter, ne? Also die Oma ist ja die Mutter von dem Sohn. Also sie hat jetzt ihren Sohn verloren, muss sich um die Tochter kümmern, also um ihre Enkelin, die im Rollstuhl sitzt. Und die Mutter, die Oma ist ja selber mittlerweile gebrechlich. Mein Vater ist wegen ihr gestorben. Und jetzt wird sie gebullied. Kommt der Junge zur Hilfe? Also auf jeden Fall ihre Freunde aus dem Malclub helfen ihr und die anderen lachen nur. Oh Gott, tut mir das Mädel leid. Was muss das schlimm sein? Das einzige Elternteil zu verlieren, vielleicht sich selber wirklich noch schuldig fühlen, also das einzige Elternteil, was einen liebt, rausgeschmissen zu werden. Und jetzt sind es ein paar Jahre später und sie scheint sich in eine tolle Künstlerin verwandelt zu haben. Bekommt einen Anruf und sie hat eine Vernissage, also so eine Ausstellung mit ihren Gemälden. Wie cool.
Und da ist er, der Junge aus der Schule. Und macht ihr, das scheint ihr Freund zu sein, der macht ihr einen Antrag. Geht die Geschichte doch noch gut aus? Ach, wie schön. Halleluja, alle freuen sich. Ja, und wir hatten ein Happy End. Danke, dass ihr die Geschichte mit mir geguckt habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.